hier ist wieder euer Wacky und euer Zeronimus LP. Hi Leute! Mit Let's Play Oracle of Ages von Zelda. Im letzten Part haben wir den Boss besiegt, beziehungsweise verwirrt, solange bis er besiegt war. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nördlich des Kampfs wohl uns gesagt. Müssen wir jetzt hin. Was haben wir denn zum Tauschen? Wir haben ein Klebebart. Ein Klebebart. Ich weiß. Da, im Westen, also da in Lünnerstadt, da kannst du diesem einem Komiker, der nicht witzig ist, diesen Bart geben. Wir können ja diesen Part in Tauschsequenzen widmen, also nicht beide. Ich glaube, jetzt kannst du die vollenden. Das wäre wunderbar. Gut Leute, dann widmen wir diesem Part den Tauschfrequenzen, um endlich mal an das höhere Schwert zu kommen. Es wäre dann in deinem Falle das Masterschwert. Richtig. Im Westen von Lenastadt. Da müsste irgendwo neben da an dem, also in dem Bild, wo auch die Brücke ist, da müsste dann so ein kleiner Typ stehen, der ein Komiker ist, aber keine Witze machen kann. Ist ja gerade eigentlich richtig. Ah ne, das ist Symmetria. Da muss ich mich nach Lindnerstadt porten. Ganz genau. Hast ja noch deine Sturmkerne. Hast du Phew. Und fertig machen zum Beamen. Aktivieren. Ob du gebeamt bist oder nicht, sag dir gleich das Licht. Besten so. Von Lennerstadt. Es ist aus mit uns. Auf Wiedersehen. Der andere muss ansprechen. Genau, den. Ich will doch nur, dass die Leute lachen. Das kann doch nicht so schwer sein. Gibst du ihm Klebebart? Ja, klar. Ein urkomischer Schnurrbart, das ist ein Brüller. Pass auf, Kollege, ich erzähl dir meinen besten Witz. Also super was. Du hast einen Witz gelernt. Oh, Wacky, ich kenn jetzt einen Witz. Wo müssen wir hin mit den Witzen eigentlich? Gehen zwei Pferde in eine Bar, sagt das eine, was machst du denn für ein langes Gesicht? Du musst, glaube ich, in demselben Haus, wo jetzt dieser Witztyp vorstand, musst du in der Vergangenheit rein, weil da war ja dieses Depri-Kind drin. Und das musst du glücklich machen mit dem Witz. Moment, habe ich eigentlich noch Ringe, die ich kann schätzen lassen? Bei den Polen. Ja, zwei Stück. Ich sehe, das ist ein Faktorring. BL. Monster verlieren zweimal Herzen, das ist... Also, Monster nehmen doppelt so viel Schaden. Das ist geil. Den werde ich mal anprobieren. Das ist ein Blitzring L1. Schwertstrahl besitzt. Kann ich irgendwann nicht zwei Ringe tragen? Also, du kannst sogar irgendwann drei Ringe tragen. Das ist praktisch. Das heißt, ich werde mal... Da ich gerade nur einen Ring tragen kann, machen wir mal den doppelten Schadenring. Den Faktorring. Jo. Und später kommt dann noch der andere Ring mit dem Strahl dazu. Das könnte sich durchaus als nützlich erweisen. Also entweder der Faktorring Monster nehmen doppelt so viel Schaden oder halt Monster verlassen mehr Herzen fallen. Aber in jedem Falle ist der Ring sehr nützlich. Weil Monster verlieren Herzen. Im Nachhinein kann es ja auch so sein, dass sie welche da lassen, sodass du sie aufnehmen kannst. Richtig. Oh.
auf zum Debrikind. Das aufhalten. Das ist in so einem ganz dunklen Zimmer. Ich bin hier ganz allein. Und ich bin so deprimiert und ich deswegen bin ich. Komm in meiner Dunkelkammer. Ich bin so bedrückt, ich möchte laut lachen, das alles vergessen habe, dann kann ich endlich unbekümmert sein. Erzählst du ihm den Witz? Ja. Ging eine Frau zum Arzt. Was macht Link da eigentlich? Einen Witz erzählen. Und sich benehmen wie Kirby. Was ist das? Oh, das ist so witzig, dass ich vergessen habe zu lachen. Danke. Danke, nun kann ich endlich so bedrückt sein, wie ich möchte. Such dir irgendein Buch aus dem Regal aus. Ein Schundroman. Banal und trivial. Ah ja, besser nicht lesen. Wer weiß, was für ein Schund da drin ist. Was wir da machen müssen, ich glaube fast, das müssen wir der Martha bringen. Das heißt, Martha muss respawnen. Ich glaube, dafür muss ich einfach nur hin und her laufen, bis die respawnt. Ich würde dir raten, geh vom schwarzen Turm nach links und wieder zurück. An der Stelle spawnt sie relativ häufig. Ich meine vom schwarzen Turm. Und dann geh von da aus nach links und nach rechts und so weiter. Nee, stopp, du bist zu weit reingelaufen. Also vom Eingang des schwarzen Turms und dann aus der Stadt raus und wieder rein und so weiter. Rein, raus. Rein, raus. Sorry, wenn es gerade ein bisschen nervig ist, aber ich will, dass diese Martha erscheint. Ihr müsst da eigentlich erscheinen. Nach einer Weile. Gibt's die in der Vergangenheit überhaupt? Doch gibt es. Die können ja auch durch die Zeit reisen. Die Martha lässt sich aber auch irgendwie Zeit. Die lässt sich wirklich Zeit. Ja, ich sitze erst bei hier hinten. Trink meine Tasse Tee. Ja, und was macht ihr da hinten? Ja, ihr wollt, dass ich komme, ne? Habt ihr euch so gedacht? Ich bin Martha. Ich komme, wann immer ich will. Und wie ich will. Wie ich lustig bin. Ganz genau. Und wenn ich gerade nicht kommen will, dann komm ich auch nicht. Punkt. Aus irgendeinem Grund kann ich Martha jetzt nicht mehr leiden. Ich auch nicht. Vor allem, weil ich gerade noch den Ingame-Sound mit dem Ohr habe. Der ständig hin und her Sound. Von dö dö zu dö 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 dö. Boah, Martha, wo bleibst du denn? Der wohl Spaß hat, Entchen zu beobachten. Dieser Zoo, viele Penner, sollte besser mal in die Stadt zurückgehen und... Anstatt Lieder bei Entchen zu schreiben. Boah, Martha, schwing dir einen Hexenarsch hier rüber. Dass sie auch keinen festen Wohnsitz hat. Nein, sie hat nichts Besseres zu tun, als quer durchs Land zu fliegen auf ihrem Besen. Gott, endlich nach ca. 20 bis 30 Minuten suchen, ist sie endlich da. So meine Fresse, wird doch Zeit, dass du eigentlich kommst. Jetzt komm, ramm mich. Danke. Komm, ramm mich. Moment mal, das Buch. Ah, liest du weiter. Wenn Skype nicht lenken würde, dann würde ich das sehr gerne tun.
Das ist dieser tolle Roman, den ich der Hexe Sirup hat geleckt. Besorgen sollte. Was hast du damit vor? Ich werde das Buch aufessen. Lass mich ihn lesen. Wie? Ach das. Oh. Nein. Oh je. Wie ergreifend. Du erhältst einen Zauberhut. Damit geht die Post ab. Ah. Eine großartige. Eine wirklich einfach großartige Geschichte. Das Ruder sollte mein Gesellenstück werden. Aber Sirup hat kein Lob dafür. Übrig. Nimm nur. Dafür behalte ich das Buch. Ich würde sagen, wir schneiden rein, und zwar bis zu diesem Martha-Dings. Das heißt, wenn wir... Wir sehen uns gleich wieder beim... Beim nächsten Tauschgeschäft. Okay. Bis gleich, Leute. Ciao. So, wir haben jetzt diesen Floßtypen erreicht. Und Zero meint, hier muss das Ruder hin. Ja, der wollte doch das Ruder irgendwo für haben, weil er Floßbauer ist. Und was macht die Seefahrt? Ich überlege, an einer Floßregatta teilzunehmen, aber ich finde kein ordentliches Ruder für das Rennen. Gibst du ihm das Zauberruder? Ja. Stark! Das Ruder sieht zwar wie ein Spielzeug aus, aber mir gefällt. Danke. Was gebe ich dir? Ich hab's. Wie wär's damit? Entspannt an der Gitarre zupfen, während man den Mond ansieht. Das ist schön. Du hältst die Meerkulele. Aus ihr strömt Meeresduft. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Tauschpartner. Bis gleich. So, warum ich jetzt hier starte, um euch zu zeigen, wo der nächste Tauschpartner ist. Und zwar bin ich jetzt hier an dieser Ecke, bei dem Schild, zum Kugelkamm. Aber wir gehen jetzt nach Süden, nutzen unseren Tauschhaken. Und da kommt eine Höhle und da ist der Typ drin. So, ja, ich doch den Geruch und den Klang der See vermisse. Gibst du ihm die Virus-Ukulele? Ja, natürlich. Diese Ukulele hat den Geist der See in sich. Dieser Duft, der klang gut, dass sie hören uns Alten noch zu schätzen wisst. Du steckst in einem Abenteuer nun. Dann habe ich etwas Altes für dich. Das ist mein Herionenschwert. Das ist ein großer Held vor langer Zeit, wo mein Vorfahren übergab. Heißt es nicht Heron von Hero? Ja. Ein kaputtes Schwert. Was soll man damit anfangen? Was ist das? Es ist kaputt. Welch ein Klangkörper. Okay, bis zum nächsten Tauschpartner. Bis dann, Leute. So, mal gucken, was da drin ist. Ach, das ist ein Gasha-Kern. Nichts wirklich Besonderes. Ja, mittlerweile hast du es auch. Aber früher hast du dich immer über die Gasha-Kerne gefreut. Jetzt
Steinwand noch rauf. Und da ist der Typ wieder. Ich habe dich lang nicht mehr gesehen. Wenn du den langen Weg dort genommen hast, wohl etwas, das repariert werden muss. Aber mein Spaß, anspruchsvolle Zeremonie ist komplizierter geworden. Magst du es probieren? Läuft dir läuft denn die Aufnahme bereits? Ja. Ach so. Was meint damit komplizierter geworden? Die ist jetzt schwerer geworden. Ach du meine Güte. Aber er wird wahrscheinlich noch mehr erklären. Ja, ich merke gerade, sie ist schwerer geworden. Nein! Oh, ich hatte es fast gehabt. Ich wollte dich mal ganz in Ruhe lassen, weil es danach Concentration aus, die du brauchst. Ja. Ich hätte es fast gehabt. Lass dich mal ganz in Ruhe einfach mal werkeln. Okay. Gar nicht gepasst. Oh, diese Drecksviecher. Ja, schubsen sie in so einem beschissenen Momenten runter. Das ist echt hardcore. Aber das schaffst du, Bucky. Ja, glaube auch. Nein, ich bin zu früh runtergegangen. Es ist schwerer, ja, muss sich aber auch lohnen. Ja, natürlich.
Oh, geschafft. Jawoll. Sauber. Ja, meine Zeremonie war erfolgreich. Du hast Talent. Die Falle-Zeremonie hast du gemeistert. Hier ist das kaputte Schwert fast wie neu. Wie immer habe ich das Perfekte hinbekommen. Bitte sehr. Du hältst das Edelschwert. Sword Level 2. Das Edelschwert. Bring mir, was repariert werden muss, und ich bereite die Falle-Zeremonie vor. Ich glaube, das kann nicht kaputt gehen, das Ding, oder? Was? Das Schwert. Das alte, dein altes konnte ja auch nicht kaputt gehen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part ziehen wir uns dann in Lünastadt wieder und von Lünastadt aus geht's dann zum nächsten Dungeon-Ruf. Du hast schon hoch gesagt. Ja. Hast schon alles mit verraten. Na, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.